Ja, einen schönen guten Tag heute hier aus Dortmund. Ich berichte heute hier von einer Versammlung gegen das Vereinsverbot vom Nationalen Widerstand Dortmund von vor 10 Jahren. Werde hier kurz mal beim Gegenprotest gucken gehen und ansonsten von der Kundgebung selbst hier vor Ort berichten. Und ja, wünsche euch viel Spaß mit dem Video und bis später. Liebe Passanten, wir sind Blockado, ein antifaschistisches Bündnis, das Proteste gegen Nazis organisiert. Wir stehen heute hier, weil die Nazis um 19 Uhr, also ein paar Minuten, überhalb der Treppen eine Kundgebung machen wollen. Es sind auch schon so ein, zwei Hände voll Nazis mit einem grauen Bulli da oben angekommen. Aber warum stehen die da eigentlich? Die Nazis beklagen, dass heute vor 10 Jahren ihre Nazi-Kameradschaft der NWDO verboten wurde. Wir haben gerade schon einen Text gehört, das Verbot hat irgendwie nicht ganz so viel gebracht, denn die Nazis konnten einfach da weitermachen, wo sie eigentlich aufhören mussten, und zwar in der Partei Die Rechte. Die Nazis fanden zum Glück keine Anbindung in der breiten Gesellschaft. Im Gegenteil, die Gesellschaft hat immer wieder gegen sie protestiert und ist gegen sie auf die Straße gegangen. Jahrelang wurde rechte Gewalt, etwa Angriffe auf die BesucherInnen der Kneipe Hirschkuh, von der Polizei als klassische Rechts-Links-Konfrontation verharmlost. Nun wird das repressive Vorgehen gegen Neonazis auf lokaler Ebene regelrecht inszeniert und das Polizeipräsidium gibt politische Statements ab. Stadtverwaltung und Polizei nutzen verstärkt ordnungspolitische und juristische Mittel und verkaufen die Schwäche der Neonazi-Szene als ihren Erfolg. Ein kleiner Hinweis, da oben hat wohl ein Nazi sein Handy aus seiner Tasche gezückt und filmt hier zwischendurch ein bisschen runter, nur dass ihr Bescheid wisst. Wir sehen uns ein Stück nach vorne, alle. Genau, top. So, das ist das Demonstrationsmotto, was wir hier sehen. NWDO, DO-Verbot aufheben. Schauen wir mal, was da drauf steht. Zehn Jahre Partei Die Rechte. Verpiss dich zu deiner Kundgebung, oder? Komm da 2 Meter näher. Dombrowski. Warum, Nazi? Schön mit der Kamera. Verpiss dich zu deiner Kundgebung, Nazi. Das übliche Geeier, wenn man da probiert, jetzt irgendwas zu zeigen. Ah, du Wichser! Ich möchte hier Pressearbeit machen, werde ich aber hier hin. Ja, die beziehen die Leute dann immer, wenn sie probieren, dann das zu halten. Schrei, Macht der Banken, Geldgier, Spekulanten, keine Schranken, noch einerlei. Sie bleiben dabei. Ich erinnere mich noch sehr gut an den Tag vor genau 10 Jahren, als gerade bei mir die Hausdurchsuchung stattgefunden hat zum Verbot der Kameradschaft Hamm, die ja am gleichen Tag wie der Nationale Widerstand Dortmund und die Kameradschaft Aachener Land verboten wurde. Die Hausdurchsuchung damals hat noch in meiner Bielefelder Studentenbude stattgefunden. Die Polizei hat es geschafft, diese vielleicht 25 Quadratmeter Wohnung 3,5 Stunden lang zu durchsuchen. Und dann saß ich da, hatte keinen Computer mehr, hatte kein Handy mehr,
hatte keine Spielkonsole mehr. Ja, selbst die PlayStation wurde beschlagnahmt, weil ja auch auf der Memory Card hätten irgendwelche Umsturzpläne gespeichert sein können. Und dann habe ich mir erstmal eine Zigarette geraucht und habe überlegt, naja, wie geht's denn jetzt weiter? Du kannst ja auch niemanden mehr erreichen, weil alle deine Freunde, alle deine Kameraden hatten auch kein Mobiltelefon mehr, weil die auch alle Hausdurchsuchungen hatten und dementsprechend nicht mehr zu erreichen waren. Also fährst du einfach mal nach Dortmund, fährst nach Dorstfeld, da ist ja sowieso immer was los. Ich wollte dann zunächst zum Nationalen Zentrum in der Rheinischen Straße 135. Das war allerdings versiegelt, ein Polizeiauto stand davor. Ich dachte mir, okay, hier kommst du also auch erstmal nicht mehr rein. Fährst du mal weiter nach Dorstfeld, bin dann weiter zur Ecke Emscherstraße, Tusnelder Straße in den Nazi-Kiez. Und dann erinnere ich mich noch sehr genau, wie unser guter Kamerad Sigi Borchert, der leider im letzten Jahr verstorben ist, um die Ecke kam, lachte und sagte, haha, das ist jetzt mein 7. Organisationsverbot, es geht doch sowieso immer weiter. Wir hatten abends eine Besprechung, an der Sigi teilgenommen hat, an der Christian Borch teilgenommen hat und schon hatten sich wieder neue Perspektiven eröffnet und ein Teil der ehemaligen Mitglieder der verbotenen Kameradschaften sind dann in die Partei Die Rechte eingetreten. In der Bundesrepublik Deutschland wird säuberlich unterschieden zwischen Parteien und Vereinen. Parteien genießen nach Artikel 21 des Grundgesetzes das Privileg, dass niemand sie verbieten kann, außer dem Bundesverfassungsgericht. Vereine können von den Innenministerien des Bundes oder, wenn sie nur in einem Bundesland bestehen, eines Bundeslandes per Federstreich verboten werden. Parteien können nur verboten werden, wenn das Verfassungsgericht ihre Verfassungswidrigkeit festgestellt hat. Vereine können verboten werden mit der schwammigen Begründung, sie richten sich aktiv kämpferisch gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Es hat seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland mehr als 100 Verbote von Vereinen gegeben. Die allermeisten davon waren politisch radikal rechts, rechtsextrem oder offen erklärt neonazistisch. Viele dieser Vereinsverbote sind gar nicht angefochten worden, weil es sich teilweise um Kleinstgruppierungen von weniger als einem Dutzend oder zwei Dutzend Menschen gehandelt hat. Andere sind von den Gerichten bis hin zum Verfassungsgericht angefochten worden und waren mit ihrer Anfechtung vergeblich. Eines aber hat bisher nicht stattgefunden und das ist für die Zukunft von Bedeutung. Seit einiger Zeit gibt es im Rahmen der Europäischen Union eine Europäische Menschenrechtskonvention und folgerichtig gibt es auch einen Europäischen Menschenrechtsgerichtshof in Straßburg. Die Europäische Menschenrechtskommission, die Konvention, unterscheidet sich vom Konzept her, von der Rechtsprechung und den Gesetzen der Bundesrepublik Deutschland. Dort reicht nicht die amorphe Formulierung, dass ein Verein sich aktiv gegen die kämpferisch-freiheitliche Grundordnung richtet, sondern Einschränkungen des Rechtes auf Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit sind nur dann zulässig, wenn sie notwendig sind für die nationale und öffentliche Sicherheit, zur Aufrechterhaltung der Ordnung oder zur Verhütung von Straftaten, zum Schutz der Gesundheit oder der Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer. Haben wir das Wissen, haben wir die finanziellen Rückhalte und haben wir die Entschlossenheit und die Entschiedenheit. Wir werden uns eure weiteren Verbote nicht mehr gefallen lassen. Wir werden euch dieses Schwert nicht an uns stumpf werden lassen, sondern wir werden es euch aus den Händen schlagen. Ich danke euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Kein Einzelner kann glücklich sein, ehe wir es nicht alle sind, weil kein Einzelner frei sein kann, ehe nicht alle frei sind. Und heute möchte ich jetzt nicht eine Rede halten über Verbote von Kameradschaften. Christian Borch hat das ganz gut gesagt und auch davor Sascha Kreuzig, wie mit Verboten umzugehen ist. Ist halt so, mein Gott, gibt Schlimmeres, Namen sind Schall und Rauch, aber die Personen bleiben ja die, die sie sind und die sind nicht plötzlich weg. Und daher habe ich mir mal sinngemäß die Menschenrechte angeguckt und die letzten paar Jahre politische Normalität in Deutschland, möchte ich es mal nennen. Und möchte da einfach nur mal diese Menschenrechte in den Raum stellen.
und möchte euch und vor allem auch das Publikum, was hier am Rande langläuft, mal die Frage stellen, ob wir noch in einem Land leben, in dem es diese vermeintlichen Menschenrechte gibt. Angela Merkel und andere haben ja immer über die Menschenrechte in China, in Russland, in Nordkorea und anderswo sich aufgeregt. Aber wenn ich euch jetzt das vorlese, werdet ihr euch ebenso fragen, was sind denn das für Menschenrechte, in der wir leben hier in der Bundesrepublik Deutschland? Die Freiheitsrechte beinhalten die Abwehrrechte des Menschen gegen den Staat. Interessant. Sie sollen Freiräume für den Menschen garantieren und im Falle einer Inhaftierung die Integrität der Person und ein faires Gerichtsverfahren sichern. Interessant. Die wichtigsten Freiheitsrechte sind Diskriminierungsverbot, Recht auf Leben, Verbot der Folter und der unmenschlichen Behandlung, Verbot der Sklaverei, Gedanken- und Religionsfreiheit, Meinungsäußerungsfreiheit, Vereinigungs- und Versammlungsfreiheit, Schutz der Privatsphäre und des Familienlebens, Recht auf ein faires Gerichtsverfahren. Das sind die Freiheitsrechte, die es angeblich geben soll im Bereich der Menschenrechte. Keins dieser Rechte wird in Deutschland eingehalten, wenn man sich für seine eigene Heimat einsetzt, wenn man sich für sein eigenes Volk einsetzt und wenn man sich tatsächlich für wirkliche Freiheit einsetzt. Und daher sollten Scholz und andere Konsorten erst einmal hier in die eigene Heimat gucken, bevor sie über andere Länder nach Russland, China oder woanders hin gucken, wenn es um Menschenrechte geht. Denn die Menschenrechte werden in Deutschland täglich gebrochen. Wenn es darum geht, dass Ursula Haferbeck wieder ein Jahr in Knast muss, da werden Menschenrechte gebrochen und eben nicht, wenn in China ein Sack Reis umfällt. Deutschland für das deutsche Volk sichern wollen, mehren wollen und die Zukunft für unsere Kinder und Kindeskinder sichern wollten. Das war immer unser Ziel. Wir haben deshalb auch davor gewarnt, dass Millionen Fremde Milliarden kosten werden, dass unser Sozialsystem Stück für Stück über Jahrzehnte vernichtet wird. Wir haben uns dagegen gewandt, dass die Besatzungsmächte seit 1945 unser Land zu einer Stützpunkt für unsere Interessen gemacht haben, unser deutsches Volk entmündigt haben. Wir haben darauf aufmerksam gemacht, dass die Kriminellen dort oben sitzen, die langsam aber sicher sich vom eigenen Volk entfernen und dieses Volk überhaupt nicht mehr für die Zukunft als den Teil ansehen, der Deutschland prägt, sondern der große Austausch hat begonnen. Wir haben davor gewarnt, dass die Politik dieser etablierten Klasse dazu führen wird, früher oder später, dass unser Land in Elend versinken wird, dass die Menschen sozial verarmen werden, dass die Deutschen ihre Rechte verlieren werden, Stück für Stück immer mehr. Für unsere Kinder und Kindeskinder kämpfen. Wir werden für unsere Alten kämpfen, die dieses Land aus Trümmern wieder aufgebaut haben. Wir werden auf der Straße stehen, wenn diese Not zunimmt, die da oben angerichtet wurde, weil wir wieder einmal von einer Politklique in einen Krieg geführt werden, mit dem wir als Deutsche nichts zu tun haben. Weil sie gehorchen, weil sie fremden Mächten gehorchen, weil sie es nicht schaffen, Nein zu sagen, wenn die Interessen unseres Volkes berührt sind. Was das bedeutet, können heutzutage Menschen erleben, die noch vor kurzem sich nicht dachten, dass sie in das Visier geraten, dieser roten Banden, die mittlerweile in den Medien und in der Politik ihr Unwesen treiben. Ich spreche hier mit den Kameraden des nationalen Widerstandes hier in Dortmund meine Achtung aus für 10 Jahre aufrechten Kampf, den sie auch weiterhin führen werden. Jeder von euch hat bewiesen, dass er einer der besten Söhne und Töchter unseres Volkes ist. Liebe Dortmunder Bürgerinnen und Bürger, ihr wenigen, ihr armen wenigen verirrten Deutschen, die sich hier heute auch zufällig befinden, liebe Kameradinnen und Kameraden, wie der Kamerad Alex schon gerade erwähnte, bin auch ich von, wenn ich jetzt schnell überschlage, 4 Verboten dieses bunten Regimes betroffen gewesen. Aber sie können zwar Vereine und Parteien verbieten, aber sie können Ideen nicht verbieten. Sie können Menschen nicht verbieten.
Sie können diese Menschen, die diese Ideen tragen, einsperren. Sie können die sogar, was befürchtet wird, im kommenden sogenannten Wutwinter, die Bürger erschießen. Aber die Idee, die dieser Bürger trägt, wird vom Nächsten weitergetragen. Eine Idee, die zum Sieg bestimmt ist, kann und darf nicht sterben, meine lieben Freundinnen und Freunde. Wir stehen aber über den Grenzen Dortmunds hinweg zusammen. Wir geben dem Moloch im Westen nicht auf. Wir stellen uns der Überfremdung, wir stellen uns der Umvolkung der Regierenden, wir stellen uns der Unterdrückung des Regimes BRD und wir werden so lange weiterkämpfen, bis Deutschland endlich wieder frei, sozial und national ist, liebe Freundinnen und Freunde. Wenn wir also hier im Basein des Pöbels, die in Staatstreue hier ihr Gekreische loswerden, stehen, diszipliniert, eisern, treu, dann wissen wir, wo das wahre Deutschland steht. Das wahre Deutschland steht unter den Farben Schwarz-Weiß-Rot, diszipliniert hinter den Transparenten. Der Pöbel, die Kriminellen, die Multi- und Linkskriminellen Abschaum steht auf der anderen Straßenseite. Das wissen wir und das wisst ihr, liebe Volksgenossinnen und Volksgenossen. Wir sind nicht die Letzten von gestern, sondern die Ersten von morgen. Was gut ist, kommt wieder. Und wir sind schon da. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Es ist immer was ganz, ganz Besonderes, wenn man den Rausschmeißer gibt für eine Kundgebung. Und ganz ehrlich, wir haben heute schon verdammt viel gehört. Wir haben über Repressionen gesprochen, über Vereinsverbote, die uns nicht interessieren, über Parteiverbote, die uns nicht interessieren. Und wir haben so langsam all den Unrat, den die Stadt Dortmund zu bieten hat, hier versammelt. Kommt ruhig noch einen Schritt näher, vielleicht lernt ihr noch was. Ich bin mir auf jeden Fall ziemlich sicher, dass das, was jetzt noch kommt, bisher nicht gesagt wurde. Wir haben 10 Jahre darauf hingewiesen, dass dieses Verbot rechtlich etwas merkwürdig ist und gar nichts verändert hat. Es wird Zeit, in die Zukunft zu schauen und neue Wege zu gehen. Ihr habt gemerkt, kurz nachdem der nationale Widerstand Dortmund weg war, gab es die Rechte und merkwürdigerweise war gar nichts von dem Einbruch zu merken. Die Aktivitäten wurden nicht weniger, sondern die Leute, die ihr vorher immer nur als Gang wahrgenommen habt, haben angefangen Politik zu machen und sitzen heute im Stadtrat. Und nicht nur das, nein, sie haben in den letzten Jahren dafür gesorgt, dass Dinge, von denen man gedacht hat, dass sie in der Bundesrepublik Deutschland nicht mehr gesagt werden können, wieder in den politischen Diskurs gekommen sind. Wir standen vor gar nicht allzu langer Zeit hier mit einem Banner, auf dem groß stand: Israel ist unser Unglück. Hat vorher keiner für möglich gehalten. Wir haben es bewiesen. Und es war uns auch vollkommen egal, was es für Konsequenzen gibt. Denn das ist der Unterschied zu euch allen, die ihr hier das Maul aufreißt. Als ich vom Nationalen Widerstand Dortmund, der KAL und der Kameradschaft Hamm hörte, dass sie verboten worden sind, saß ich in Haft. In Einzelhaft, seit 6 Monaten, in totaler Isolation. Etwas, was es in dieser Republik eigentlich gar nicht gibt. Aber ich kann euch im Nachgang sagen, eigentlich eine gute Erfahrung. Man lernt eine ganze Menge daraus. Man lernt, wer der wirkliche Feind ist. Das sind keine Mithäftlinge. Das ist dieser Staat. Dieser Staat, der seine Regeln bricht, wie er das sich gerade so zurechtgelegt hat. Und ganz ernsthaft, man lernt auch als politischer Aktivist daraus einiges. Man lernt, die Hebel, die dieser Staat bietet, zu nutzen und die Gesetze so auszulegen, wie sie einem am besten passt. Wir sind vielleicht nicht die Vorreiter, die in den Parlamenten hinterher landen. Aber die Leute, die in den Parlamenten landen, die ihr Volk nicht völlig verloren geben, die nutzen den Raum, den wir geschaffen haben. Den wir geschaffen haben in Jahrzehnten politischer Tätigkeit. Da könnt ihr reden, so viel ihr wollt. Der nationale Widerstand ist seit 10 Jahren tot. Die Rechte hat in Dortmund und in Deutschland auf der einen Seite für Aufmerksamkeit gesorgt, ist aber nichts anderes als ein Werkzeug. Und diese Werkzeuge werden wir benutzen, dort, wo es uns passt und dort,
wo es uns nützt. Hier in Dortmund, im tiefsten Westen, im Moloch, gibt es immer noch Menschen, die an ihrem Glauben festhalten und dafür sorgen, dass Deutschland nicht verloren ist. Wir wollen gar nicht darüber reden, die Ersten von morgen. Es ist vollkommen egal, wie viele uns folgen. Wir tun das, was wir für richtig halten. Und alles, was ihr tun könnt, ist ein langes Gesicht machen. Dortmund ist halt auch ein besonderes Pflaster. Es gab Innenminister, die an uns gescheitert sind. Es gab Polizeipräsidenten, die an uns gescheitert sind. Und auch der amtierende Polizeipräsident wird an uns scheitern. Aber in den letzten Wochen gab es das ein oder andere Mal eine Schlagzeile, die hat uns auch nachdenken lassen. So zum Beispiel wurde ein Senegalese erschossen. Erschossen mit einer MP. 6 Schuss wurden abgegeben, 5 Schuss haben ihn getroffen. Und ganz ernsthaft, ich bin der Letzte, der sagen würde, oh, schießt bloß nicht auf Fremde, die mit einem Messer Menschen bedrohen. Halte ich für einen durchaus legitimen Akt. Aber wer schon mal in die Mündung einer Pistole geschaut hat, die von einem Beamten getragen wird, der weiß genau, wie diese Leute ticken. Der weiß genau, wie sie zittern. Der weiß genau, wie sie agieren. Und ganz ernsthaft, Dortmund ist eine dieser Städte, wo es nicht unbedingt nur Senegalesen trifft, sondern wenn man mal, und das könntet ihr auch, in den Medien schaut, wie die Hausdurchsuchungen bei uns aussehen oder sowas, wahrscheinlich wird es irgendwann passieren, dass einer von diesen Polizeibeamten zufälligerweise einen nervösen Finger hat und einer von uns liegen bleibt. Es gibt kein Recht auf Nazi-Propaganda. Hör ich verdammt oft. Es gibt ein Recht, dass dieses Volk überlebt, dass dieses Volk für sein Bestehen kämpft. Und wie ihr das nennt, das ist uns völlig egal. Uns ist es völlig egal, ob Leute braune Hemden tragen können, ob Hakenkreuzfahnen gestattet sind oder sonst irgendwas. Wir schauen nach vorne. Wir schauen auf unsere Menschen, auf unsere Volksbrüder, auf die Menschen, für die wir das alles hier tun. Das ist es, um was es geht. Dass bei uns, in unseren Kreisen, bei uns noch eine Zukunft zu erwarten ist. Nicht, weil wir zurückschauen, sondern weil wir den Menschen einen Blick nach vorne gestatten. Einen Blick nach vorne. Dort, wo hinterher die Hautfarbe eine Uniform wird. Wo Menschen mit der gleichen Hautfarbe automatisch erkennen, wo sie hingehören werden. Das ist eine Mission, die steht bei jedem von uns ganz klar im Stammbuch. Heute stehen wir hier und ich weiß noch, im letzten Jahr, als wir zusammen standen, saß ich danach mit Siegfried Borchardt zusammen und er sagte, Sven, war ein guter Tag, war eine gute Rede, aber wir haben doch ganz schön viel Arbeit vor uns. Sigi ist tot, seine Worte leben weiter, sein Vorbild lebt weiter und wir werden dafür sorgen, dass diese Stadt mit Sicherheit nie vergisst, was für Menschen politisch die Etablierten vor sich hertreiben. Das ist nicht links, das ist nicht Vogue, das ist deutsch, weiß und rechts. Das ist, was hier den Takt vorgibt. In diesem Sinne, nicht für uns, alles für ein freies, nationales und sozialistisches Deutschland. So, das war es hier von der Kundgebung heute aus Dortmund. War überschaubar beim Gegenprotest hier bei der Versammlung selbst, denke ich, 30, 40 Versammlungsteilnehmer. Habe jetzt nicht durchgezählt, aber von der Schätzung her sollte es passen. Hier ist jetzt wieder Schluss. Ansonsten Video teilen, Kanal abonnieren und bis zum nächsten Mal.